Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Gäste, bei so einem digitalen Parteitag fehlt einiges. Das beginnt mit dem Umarmen bei der Begrüßung, das geht weiter mit dem Jubel oder auch dem Murren direkt im Saal. Ja, die lebendige Debatte gehört bei uns einfach zu einem Parteitag dazu. Wir ringen und manchmal raufen wir auch zusammen um den besseren Weg. Das ist diesmal alles schwieriger und schuld daran ist ein verfluchtes Virus. Und während die Partei zum ersten Mal im Internet tagt, spreche ich heute zum letzten Mal als Parteivorsitzende zu euch. Zu den Erinnerungen, die in den letzten Tagen bei mir hochgekommen sind, gehört folgende Frage, die mir ein männlicher Delegierter 2012 in Göttingen stellte. Müssen wir jetzt das Jugendamt wegen drohender Kindeswohlverletzung bei deiner Tochter vorwarnen? Fragte er mich. Ja, ihr habt richtig gehört, müssen wir jetzt das Jugendamt vorwarnen? Meine Tochter war damals gerade 7 Monate alt. Womöglich wollte er mich damit von meiner Kandidatur abbringen. Da war er nun bei mir an der falschen. Denn ich kandidierte auch, weil ich mit dazu beitragen wollte, dass Elternglück und politisches Engagement eben besser unter einen Hut zu bringen sind. Denn wer am eigenen Leib erfahren hat, wie schwer es ist, einen Kita-Platz zu ergattern oder wie sehr Angehörige unter dem Pflegenotstand leiden, der setzt eben in der Politik womöglich auch andere Schwerpunkte. Was die Sorge um das Wohl meiner Tochter anbelangt, so kann ich nun 9 Jahre später dem Genossen beruhigen. Sie lernt inzwischen voll Freude in der 3. Klasse und hat aus eigenem Antrieb zum ersten Mal als Klassensprecherin kandidiert. Und ich habe so manches Mal auch Nein gesagt. Nein zu einigen politischen Abendterminen. Denn mir war wichtig, neben all der Verantwortung für unsere Partei auch Zeit für die Familie zu haben. Sicherlich anfangs haben da einige gelästert. Doch inzwischen hat sich rumgesprochen, dass es uns als Partei insgesamt gut tut, wenn wir unter uns eine Kultur pflegen, wo erfülltes Privatleben und politisches Engagement eben sich nicht gegenseitig ausschließen. Liebe Genossinnen und Genossen, für den Parteivorstand endet nun eine zweite Verlängerung. Wir haben diese 2 Verlängerungen nach bestem Wissen als Auftrag angenommen. Ich habe das so gemacht, wie ihr mich kennt, gewissenhaft, auch streitbar und mit einem klaren Kompass. Und zu diesem Kompass gehört, dass wir konsequent sozial all die Alltagssorgen ansprechen, dass wir die Gefahren des Virus ernst nehmen und dass ein Lockerungsjojo vermieden wird. Deshalb bin ich so froh, dass wir uns gemeinsam auf den strategischen Ansatz solidarischer Lockdown verständigt haben. Und der solidarische Lockdown meint zum einen, dass wir alles mobilisieren, um das Virus einzudämmen. Er meint aber eben auch, dass wir alles tun, um jene zu schützen, die besonders gefährdet sind, sei es körperlich als auch wirtschaftlich. Also arme Menschen, Menschen mit Behinderung, pflegende Angehörige, Pflegekräfte, Soloselbstständige, kleine Läden und all jene, die gerade mit ihrer Arbeit den Laden am Laufen halten. Und dabei war mir wichtig, dass wir nicht nur beckmesserisch am Rand stehen und kritisieren, sondern dass wir einen substanziellen alternativen Plan vorlegen. So haben wir, als es draußen noch warm war, schon einen Fahrplan vorausschauend für den Corona-Winter vorgelegt. Oft waren wir die Ersten, die das Richtige gefordert haben, was die Regierung dann zu spät und nur halbherzig aufgegriffen hat. Denken wir nur an die Luftfilter in Schulen und Theatern, an die Schnelltests oder den Pandemiezuschlag für die Ärmsten. Kennt ihr das? Inzwischen hängt ein Corona als Thema ganz schön zum Halse raus. Aber ich muss noch eine Sache sagen. Wir sollten nicht die mehr glauben, dass es ohne den tollen Markt jetzt keinen Impfstoff gegen Corona gäbe. Seit Monaten weigern sich Länder wie USA, Großbritannien und Deutschland, dass die Patente freigegeben werden. Der UN-Generalsekretär nennt diesen Impfnationalismus Verweigerung von Menschenrechten. Und damit hat er recht. Denn nicht nur ein Polizeiknüppel in einer Diktatur ist Menschenrechtsverletzung. Auch ein aus Profitinteressen verweigerter Zugang zu einem wichtigen Impfstoff ist Verweigerung von Menschenrechten. Wenn es nach der FDP geht,
So sollen wir jetzt alle den Markt dafür huldigen, weil es ohne ihn keinen Impfstoff gäbe. Und ich möchte deswegen eine schon fast vergessene Geschichte erzählen. Ende der 1950er Jahre kam es in Westdeutschland zu einer schweren Polioepidemie. Tausende erkrankten. In der DDR gab es hingegen nur sehr wenige Fälle. Wie kam das? Sowjetische Forscherinnen waren bei der Erforschung eines Impfstoffs dagegen so erfolgreich, dass man im Ostblock das war quasi erfolgreich bekämpfen konnte. Die DDR bot dem Westen damals 3 Millionen Impfdosen kostenlos an. Adenauer lehnte ab, sein Credo, keine Impfung aus dem Osten. Seine ideologische Ablehnung mussten dann viele Menschen teuer mit ihrer Gesundheit bezahlen. Und deswegen sage ich heute, keine Kapitalisierung und keine Ideologisierung von Impfstoffen. Sorgen wir vielmehr dafür, dass das gesammelte Wissen endlich der Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung gestellt wird und damit der Zugang weltweit zum Impfstoff gewährt wird. Gebt die Patente frei! Zu einer letzten Rede als Vorsitzende gehört auch ein Blick zurück auf das Erreichte. Seit 16 Jahren kämpft die Linke im Bund für sozialen Fortschritt. Und als Sozialpolitikerin kann ich sagen, wir haben da einiges erreicht. Wir haben von Anfang an gegen Hartz IV gekämpft. Inzwischen rücken selbst die Parteien davon ab, die das einst einführten. Wir haben Alternativen wie die Kindergrundsicherung stark gemacht. Im Sommer ist es uns gelungen, mit der 4-Tage-Woche eine Alternative ins Gespräch zu bringen, auf die sich sowohl der Stahlarbeiter von der IG Metall wie die Kreativarbeiterin am Laptop beziehen können. Und insofern freue ich mich auch besonders, dass heute der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann zum ersten Mal in unserer Geschichte ein Grußwort an uns richtet. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns mit diesen unseren Erfolgen selbstbewusst umgehen und allen sagen, wir die Linke, wir sind die soziale Wegbereiterin. Und alle können sich darauf verlassen, da lassen wir niemals locker, das ist unser Versprechen. Als ich meine Zeit als Vorsitzende bilanzierte, war mir folgender Satz besonders wichtig. Die Linke ist inzwischen ein anerkannter Bestandteil des politischen Lebens dieses Landes. Warum ist das so wichtig? Linke Ideen waren in Deutschland lange Zeit verpönt. Wer im öffentlichen Dienst arbeiten wollte, musste abwägen, wie offen er mit seiner Parteimitgliedschaft umgeht. Als ich vor vielen Jahren in die PDS eintrat, war das noch eine Entscheidung für eine Partei, die ausgegrenzt wird. Heute sind wir aus der politischen Landschaft nicht mehr wegzudenken. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir haben das geschafft, ohne Kniefall vor dem Kapitalismus und ohne unsere friedenspolitischen Positionen zu relativieren. Wir stellen weiterhin die Eigentumsfrage. Und das ist auch wichtig, um die großen Krisen dieser Zeit zu entschärfen. Denn bezahlbaren Wohnraum für alle, den wird es nur geben, wenn wir die Immobilienkonzerne zurückdrängen. Ökologisches Umsteuern wird nur gelingen, wenn wir uns mit den großen Klimakillern, also den Konzernen, anlegen. Ja, es geht auch darum, dass der demokratische Sozialismus eine ernstzunehmende Option ist. Ich selber habe 2 Schulzeiten erlebt. Erst wurde der Staatssozialismus gepredigt, dann wurde er verdammt. Als mein jüngerer Bruder in die Schule ging, glaubte man, der Kapitalismus sei das Ende der Geschichte. Heute glauben das wieder weniger. Der Generation meiner Tochter wünsche ich nun, dass man sich für den demokratischen Sozialismus einsetzen kann, ohne ausgegrenzt zu werden. Ich weiß, es gibt bei uns Mitglieder, da fängt die Freude erst so richtig an, wenn man angegriffen wird. Persönlich kann ich das verstehen. Aber wir müssen eben auch jene gewinnen, die ihr Leben, die ihren Beruf jenseits der Politik ausüben wollen, die noch nicht bei uns sind und die ungern ausgegrenzt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, alles, was wir erreicht haben, die neuen Mitglieder, die Modernisierung, die Zuwendung zu Zukunftsthemen wie Digitalisierung, all das geschah in Zeiten, die für eine Partei wie die Linke nicht einfach sind. Als die Linke sich gründete, stand die Agenda 2010 im Mittelpunkt aller öffentlichen Debatten. In dieser Zeit war es leicht, mit sozialen Themen präsent zu sein, mit denen zu kämpfen, die unten sind und die von denen oben nichts zu erwarten haben. Das war und das ist unsere DNA als Linke.
Doch infolge von gesellschaftlichen Umbrüchen bestimmen inzwischen andere Themen die öffentliche Diskussion. Die Flüchtlingsfrage, die Klimakrise, der Rechtsruck und zu guter Letzt die Corona-Krise. Zu all diesen Debatten mussten wir uns verhalten. Und uns war dabei wichtig, dies immer mit der sozialen Frage zu verbinden, aber es niemals gegeneinander auszuspielen. Kurz vor der Pandemie standen wir bei 10%, jetzt bei 7 bis 8. Das ist definitiv zu wenig. Ich meine, das liegt auch daran, dass man in diesen Zeiten noch weniger als sonst gehört wird, wenn man nicht regiert. Und es liegt daran, dass wir als Linke in der Frage der Durchsetzung noch Unentschiedenheit ausstrahlen. Eine Partei, die für sich selber die Regierungsfrage geklärt hat, hat objektiv andere Möglichkeiten und wird mehr gehört als eine Partei, die in dieser Frage und sei es aus den besten Gründen noch unentschieden ist. Liebe Genossinnen und Genossen, in den vergangenen Jahren bestand mein Job auch manchmal darin, Konflikte zu moderieren. Was uns dabei leitete, war die Überzeugung, im Sinne der verbindenden Partei das Gemeinsame herauszuarbeiten und Widersprüche als etwas anzusehen, an dem man wachsen kann, in schönster dialektischer Art. Um das Dialektische zu erläutern, es gibt die Position A. Da nimmt jemand die Gegenposition B ein. Nun kann man streiten, wer weniger irrt. Oder es gelingt eine Weiterentwicklung, die die Stärken von beiden Positionen aufgreift und zur Position C verdichtet. Unterschiedliche Erfahrungen produktiv zu machen, das gelingt uns nicht immer. Aber in unseren guten Stunden können wir das. Und die Erfahrung lehrt, in konkreten sozialen Kämpfen gelingt es besonders gut, verschiedene Erfahrungen und verschiedene Milieus zusammenzuführen. Letztes Jahr traf ich beispielsweise Betriebsräte in Sachsen, die gerade erfolgreiche Streiks absolviert hatten. Sie erzählten mir, wie Chefs versucht hatten, die Migrantinnen in der Belegschaft vorher einzuschüchtern. Aber im gemeinsamen Kampf um höhere Löhne verlief die Grenze nicht zwischen Deutschen und Nichtdeutschen, sondern alle standen zusammen für das, was ihnen zusteht. Und ich fragte sie nach ihrem Geheimrezept. Die Antwort kam prompt. Na, der Zusammenhalt. Sie wussten, wir verdienen mehr und das haben sie sich erkämpft, gemeinsam. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben es uns in der Vergangenheit jetzt auch nicht immer leicht gemacht. In der Migrationsdebatte zum Beispiel haben wir eine Kontroverse ausgetragen, die es auch in der Gesellschaft gab. Doch wenn es um die Menschen geht, die in den Flüchtlingslagern leiden, dann ziehen wir nun alle an einem Strang. Von den Landtagsfraktionen bis ins Europaparlament. In der Fraktion, in der Partei sagen wir alle gemeinsam, Solidarität heißt, niemanden vergessen, leave no one behind. Gerade die Länder mit linker Regierungsverantwortung haben sich echt ins Zeug geworfen, um Menschen aus der Hölle von Moria rauszuholen. Und es gab einen, der hat all das blockiert, Horst Seehofer. Also sorgen wir für eine Regierung, in der Typen wie Seehofer keinen Platz mehr haben, denn wir brauchen eine Regierung, die praktische Solidarität unterstützt, anstatt sie zu behindern. Und damit sind wir bei dem Blick nach vorn, was ansteht. Zu den Bundestagswahlen tritt die Amtsinhaberin nicht mehr an. Was folgt auf Angela Merkel und auf die GroKo? Die Situation ist offen. Alte Wege oder neue linke Mehrheiten? Denkbar sind neue Gesichter à la Schwarz-Grün, die aber letztlich die alten Wege weitergehen und damit die Krisen dieser Zeit noch verschärfen werden. Möglich wäre aber auch eine Regierungsalternative, die alle garantiert vor Armut schützt, die Mitte besser stellt und die mit Friedenspolitik sowie Klimaschutz unser aller Zukunft sichert. Sind die Bedingungen für Mitte-Links optimal? Wahrlich nicht. Aber können wir es uns leisten, auf optimale Bedingungen zu warten? Gerade steht viel auf dem Spiel. Solange die CDU in der Regierung ist, werden die Kosten der Krise auf den Ärmsten, den Beschäftigten und den Kommunen abgewälzt. Und das müssen wir verhindern. Es gibt Menschen, die arbeiten hart und bekommen viel zu wenig dafür. Die haben lange Wege zur Arbeit und die haben irgendwie Angst, dass der Klimaschutz ihr Leben noch komplizierter macht.
Und diesen Menschen können wir sagen, die Linke wird dafür sorgen, dass jeder Klimaschutz sozial geht. Nur oder wenn der Schutz der Umwelt nicht in sozialen Schutz eingebunden ist, kann er die Gesellschaft spalten. Nur radikal sozial ermöglicht den ökologischen Umbau, der so dringend notwendig ist. Das geht aber nicht mit der CDU. Das geht nur, wenn wir gemeinsam losgehen. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir jetzt gemeinsam ausstrahlen, mit uns ist zu rechnen. Mit uns ist zu rechnen. Denn die Zeiten verlangen von uns mehr, als einfach an der Seitenlinie zu stehen und das schlechte Spiel der anderen zu kritisieren. Gehen wir auf den Platz, versammeln wir uns hinter zwei Kapitäninnen und greifen wir an. Wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und Qualitäten. Spielen wir das jetzt zusammen aus. Bei der Neugründung der Linken gab es zwei männliche Doppelspitzen. Eine in der Partei, eine in der Fraktion. Morgen könnte erstmals in unserer Geschichte eine weibliche Doppelspitze im Bund gewählt werden. Ob wir gut durch die nächsten Jahre kommen, hängt aber nicht nur von den beiden Neuen ab, liebe Genossinnen und Genossen, sondern von uns allen. Also, statt abzuwarten oder rumzumägeln, sollten wir uns hinter ihnen versammeln und einen Kurs der politischen Vernunft stärken. Die neuen Vorsitzenden waren am Keim der bisherigen Konflikte beteiligt. Ganz gleich also, auf welcher Seite ihr bisher jeweils gestanden habt. Wir alle können jetzt gemeinsam einen Strich darunter ziehen. Also möge die Partei vom Norden Mecklenburg-Vorpommerns zum Süden Bayerns, vom westlichsten Teil des Saarlandes bis zum östlichsten Teil von Sachsen sich hinter ihnen versammeln mit einem Ziel, damit wir zusammen die Linke noch stärker machen. Für mich heißt es nun, Danke zu sagen. Lieber Bernd, wir kamen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und arbeiteten von Anfang an eng zusammen. Mich hat von Anfang an dein leidenschaftlicher Einsatz für die Rechte von Beschäftigten fasziniert. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, so hörten wir nie auf, nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Vielen Dank für neun Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und stellvertretend für die vielen, die in Berlin, Bremen, Thüringen und in den Kommunen Regierungsverantwortung übernommen haben, einige Worte zu Bodo Ramelow. Man muss mit Bodo nicht immer einer Meinung sein, aber Bodo ist eine Marke und Bodo hat eine Meinung. Und das wissen die Menschen in Thüringen zu schätzen. Lieber Bodo, wir hatten ganz andere Aufgabenfelder. Hier der Parteivorsitz einer Partei, dort die Ministerpräsidentenschaft eines Landes. Aber wir wussten immer, wir sind eine Linke. Und wir haben respektvoll uns ausgetauscht. Stellvertretend für die vielen, die sich in unserer Partei in der Opposition und in Bewegungen engagieren, möchte ich Cansu Özdemir nennen. Mit dir, liebe Cansu, als Spitzenkandidatin hat die Linke in Hamburg ein grandioses Ergebnis hingelegt. Du hast es in jungen Jahren geschafft, eine der beliebtesten Politikerinnen in Hamburg zu sein. Und du stehst richtig als Person für die Verbindung von sozialem Einsatz und Antidiskriminierungskämpfen. Und schließlich danke ich dem großartigen Team in der Bundesgeschäftsstelle und meinen engsten Mitarbeiterinnen. Ihr Lieben, dass nun unsere tägliche Zusammenarbeit endet, stimmt mich bei aller Freude auf das, was vor uns liegt, wirklich traurig. Und zum Abschluss möchte ich eine Gruppe ansprechen, die uns an so manchem Wochenende in die Geschäftsstelle begleitet hat. Während wir im Vorstand über alles Mögliche und manchmal auch über alles Unmögliche diskutierten, konnte man sicher sein, es gibt eine Gruppe, die hat gerade richtig Spaß im KLH. Die Rede ist von den Kindern von Vorstandsmitgliedern, die sich bei der Kinderbetreuung vortrefflich vergnügten. In den Mittagspausen unterbrachen sie ihr Spiel und wir unsere Diskussion, um zusammen zu essen. Und liebe Kinder, wenn ihr dann im Hof Fangen spieltet, so färbte von eurer guten Stimmung auf uns Erwachsene immer etwas ab. Eure Gegenwart erinnerte mich zudem an einen ganz wichtigen Punkt, nämlich warum wir das alles tun. Warum wir zum Beispiel beim schönsten Sonnenschein draußen uns drinnen stundenlang die Köpfe heiß reden. Liebe Kinder, euretwegen. Ja, seit der Geburt meiner Tochter nehme ich Politik persönlicher.
Sie führt mir schließlich täglich vor Augen, dass es um mehr als um abstrakte Programme geht. Es geht letztlich darum, welche Welt wir unseren Kindern, den nachkommenden Generationen überlassen. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns weiterhin alles dafür geben, dass die zukünftige Welt frei von Armut, frei von Ausgrenzung, frei von Kriegen sei, auf dass alle frei von Angst anders sein können und zugleich das Gemeinschaftliche wächst. Liebe Genossinnen und Genossen, darum geht es. Soziale Sicherheit für eine sichere Zukunft. Das ist unser Auftrag. Danke für 9 aufregende Jahre als eine Partei in Bewegung. Nun heißt es, darauf aufbauend ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das ist die neue Zeit. Lasst uns damit heute anfangen. Lasst uns den Aufbruch wagen. Vielen Dank.